3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Das ist schön für dich. TDFLP hier, euer Ding am Start. Wir haben wieder viel gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ein paar Nebenmissionen. Gucken wir mal in unsere dicke Karte und schauen, was da noch offen ist. Ach ja, wir haben letztes Mal Tali geholfen, ihren Namen reinzuwaschen. Und wir können immer noch Miranda helfen und diese. Wir haben immer noch jemanden zum Rekrutieren, das ist unglaublich. Wir sind schon irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, wir haben schon über 40 Folgen. Wir haben immer noch nicht alle rekrutiert. That's fucking unbelievable! Miranda helfen und die Justikaren rekrutieren. Let's go, bitches. Und jetzt muss ich was trinken. Oh, das war geil. Hey, wieso ist Tali nicht gut? Wir haben ihr doch geholfen. Egal. Warum ist es so kalt geworden? Goosebumps. Oh. 14 Punkte. Fuck yeah. That's how you roll. Der war echt heftig, muss ich sagen. Ja, fucking nice. Boah, der Nachgeschmack. I don't fucking know where to go. Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was geht, Bitch? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Hau rein. Gucken wir mal in unser Tagebuch. Reaper, for fuck's sake. Ilium, Mirara, Systemhack. What the fuck? Besondere Systemhacken, wo kann man das hier machen? Eins muss man den Asari lassen. Nein, sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des. Wie können sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen fertig heute abstoßen? Suchen, suchen, einfach suchen. Ich war sowas, ich bin mit sowas immer überfordert. Hallo, Commander Shepard. Shipping, Transportation. Nixes, was geht? Wir reden später. Bitch, weiter. Please. Natürlich, Commander. Ich sollte irgendwas hacken, Shepard, oder so, ne? Also, was kann ich bei ihr, für oder? Sie tun? Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem, wenn ich sonst wie behilflich sein kann. Wir reden später, Liara. Ja, hau rein. Nervt mich. So, wo ist das scheiß Transportzentrum? Wir waren es nur handeln. Transport und Fracht nach links. Ja, jetzt ist schon wieder anders. Open the gates. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kerosa sehr wichtig sind.
All das und noch viel mehr. Transportation. Shipping oder Transportation? Transportation, ne? Oh yes, was geht ab? Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Digga, wir sind falsch. Alle Gefahren. Oder müssen wir ins Überwachungsbüro? Police! Sei. Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Normal. Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Okay, Shepard sieht schon richtig böse aus. Richtig evil. Evil intentions. I will hunt you down. Oh, schon wieder rot. Wo wollen Sie denn hin? Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective. Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. What's up, Fat Boy? Was wollen Sie? Ich habe mit schon den so Einheimischen reden. Hatten, die Was mich geht, umbringen Bitch? Wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob Kann das ich nicht ihn irgendwie schon beleidigen? Genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. Alle Einheimischen haben Angst vor ihr. Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detective hat den Tatort abgeriegelt. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie mit ihr reden. Ich muss jetzt gehen. Easy. Mit Anya reden. Heißt sie Anya? Anaya. Okay. Los geht's. Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. Police. Fresse. Lass mich da durch. So, lass mich da durch, Bitch. Fuck zur Seite, Team. Wo ist sie denn? Ich wollte ja vom goddamn Motherfucker rühr ich wieder einfach nur rein. Da. Ach, zur Seite. Hübsche Waffen. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Es geht. Was kann ich für Sie tun? Hey, Bitch, listen up. Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Das können wir bieten. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus Ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren.
Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man Sie durchlässt. Vorsicht! Die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum. Ich muss gehen. Viel Glück. Wir sollten Samara finden, bevor dieser Detective kein Ding für uns, wir knallen eh alle weg. Söldner, Sklavenhändler, Detektive. Alle. Und einfach machtlos. Das Bitch. Zur Seite mit euch. Oh, das ist jetzt ein Tatort untersuchen. Da. Da, da, da. Da, da, da. Wir sind aufgeflogen. Noch nicht. Lol, ich war noch gar nicht aufgeflogen. Und dann hab ich schon geschossen. Das war scheiße. Ich hab's. Einer weniger. Okay. Das hat gesessen. Systeme hochgefahren. Stirb. Easy peasy. Jawohl, öffne die. Es waren meine besten Leute. Getrackt, Bitch. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem Sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Samara und ich diene dem Justikar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Ich bin Commander Shepard und ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Mission, Samara. Das ehrt mich, aber ich stecke mitten in einer Ermittlung. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten und Sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ich hatte Sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben Sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Immer diese Flüchtlinge. Ich wünschte, Sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, Sie zu verhaften, wenn Sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem Sie Ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit Ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg machen. Wir. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier. Das sollte kein Problem sein. Sie müssen schon mitnehmen. Wir prügeln die Wahrheit aus ihm heraus.
That's not a freaking problem. Chill mal. Calm your tits. So, wo müssen wir jetzt hin? Mit Hallo, Erdenklar. Ne? Ey, verzack. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Snap, bitch. Sie haben behauptet, von all dem nichts zu wissen. Sie haben jetzt genau eine Chance, diese Aussage zu korrigieren. Was soll das heißen, Erdenklar? Ach, herrje. Bitte nehmen Sie das weg. Ich werde auch kooperativ sein, das schwöre ich. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Ich muss in die Söldnerbasis und Sie werden mir dabei helfen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Ach was, Papalapap. Wo ist das Versteck? That's a fucking question. Weiß ich, wo ich hin muss. Ich traue diesen Volus nicht. Der hat sowas Fieses. Da stand irgendwas. Ich muss mit irgendjemandem reden, oder nicht? Bitte machen Sie keinen Ärger wegen meiner Gefangenen. Bitch. Glauben Sie mir, wenn ich könnte, würde ich sie sofort freilassen. Es ist eine große Ehre, eine Justikarin hier zu haben, aber ich kann sehr gut darauf verzichten, von ihr umgebracht zu werden. Ich würde sie nur ungern töten, Detective. Dennoch werde ich es in dem Moment tun, in dem mein Kodex es mir gebietet. Der Kodex steht über allem. Sie sagt solche Sachen, als ginge es nur darum, was sie heute zu Abend isst. Ich muss gehen. Mir ist egal, was Sie machen, aber unternehmen Sie etwas, damit Samara wieder geht. Finden Sie einen Weg ins Versteck von Eclipse. Bin dabei, Bitch. Wasea muss Unterlagen haben. Wo ist das? Damit müssten Sie jetzt in die Söldnerbasis hineinkommen. Ah, hier ist der Fahrstuhl jetzt offen. Vielen Dank. Jetzt haben wir die Information bekommen, die wir gebraucht haben. Und das nutzen wir jetzt auch komplett. Schöner, ich war noch gar nicht so weit. Ich bin noch ein bisschen entspannt. Da fangen die an, hier schon durch rumzuballern. Aber eine zu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor. What the fuck? Giftwarnung, sind wir es vergiftet? Tox in Konzentration. What the fuck am I supposed to do now? Kommt nur, ihr Miststöcke! Wir werden sterben. Oh, fuck my life. Nein, nicht in Deckung gehen. Fuck. I'm so überfordert mit diesem Gegner gerade. Ich verstehe dieses Gift nicht. Ist es gut, ist es schlecht? Alter, die hat ihre richtig auseinandergerissen. Okay, wow, wow, das war völlig geil.
Okay, wow, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier in diesem komischen Lager drin. Das ist schon mal gut. Hier sind Gegner. In der nächsten Folge werden wir dann diese Lauchs auseinanderzwiebeln, so wie wir das